Dominik Kaczynski von CapTrader. Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zum ersten Teil Trading mit System, gehalten von Thomas Wittner, Entschuldigung, und das Thema heute, wie Profi-Trader denken und handeln. Ja, 18 Uhr, pünktlich wie die Maurer, wie mein Kollege Mauro Heller zu sagen pflegt. Und ich übergebe mal direkt an Herrn Wittner. Hallo und herzlich willkommen. Alles klar, Herr Wittner. Ja, zum Ablauf. Der Herr Wittner zieht das einmal kurz durch und so kurz vor Ende haben wir vielleicht noch mal Platz für die eine oder andere Frage. Also ruhig stellen zwischendurch und dann schauen wir mal, ob noch ein bisschen am Ende Zeit ist. Alles klar, dann schalte ich mich mal auf Stumm und genieße die Show, Herr Wittner. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung und gleich an dieser Stelle vorab natürlich ein Dankeschön, dass ihr den Abend, zumindest eine Stunde des Abends hier mit mir gemeinsam verbringt und auch noch ein Dankeschön an CapTrader, dass ich die Möglichkeit habe, mein Wissen hier an dieser Stelle mit euch zu teilen. Es freut mich auch, dass so viele Teilnehmer hier live zugeschaltet sind. Der Ticker läuft da richtig schön nach oben. Naja, was wollen wir denn so machen in den nächsten circa 60 Minuten? Trading mit System, wie ja der Übertitel schon heißt, ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Aber was ich versuchen möchte, ist, euch zu zeigen, wie man ein bisschen Struktur in das Trading hineinbringt, wie man mit quantitativen Methoden, Trading-Strategien entwickeln kann. Und keine Angst, das wird nicht besonders kompliziert, das Ganze. Also man muss sich halt ein bisschen auf das Thema einlassen, aber was ich natürlich nicht voraussetze, sind tiefere IT-Kenntnisse oder Programmierkenntnisse. Die braucht man für das, was ich hier zeige, alles nicht, denn zum Glück gibt es heute sehr schöne Backtesting-Programme, mit denen man mit Drag and Drop, also mit Mausklick und Befehle zusammenklicken, sehr schöne und sehr performante Trading-Strategien entwickeln kann. Der erste Teil von heute hat den Titel Wie Profi-Trader denken und handeln. Und es ist von meiner Seite so gedacht, dass die fünf Teile, die da noch kommen, Termine sind ja schon online, dass diese fünf Teile aufeinander aufbauen. Das heißt, wir werden natürlich keine Wiederholungen machen von Teil zu Teil, sondern wir werden uns da durchhandeln. Und heute beginnen wir halt mit den Basics, aber ich kann euch versprechen, auch da habe ich schon einige sehr interessante Fakten für euch, die ihr so vielleicht nicht auf der Rechnung gehabt habt. Gut, dann, ja, da bin ich letztens drüber gestoßen. Ich meine, wenn man im Internet unterwegs ist und auf diversen Social Medias oder diversen Webseiten, dann findet man halt immer solche Native Advertising Ads. Und das sind halt genau die Dinge, warum ich glaube, warum es ein sehr falsches Bild über das Thema Trading gibt. Denn ich denke, es liegt auf der Hand oder es ist für jeden vernünftigen Menschen klar, dass man einen Beruf natürlich nicht in 5 Minuten lernen kann. Und das verzeiht mir diese klaren Worte, dass das alles natürlich Bullshit ist. Ich meine, Trading oder erfolgreiches professionelles Trading ist keine Raketenwissenschaft, aber es erfordert schon ein bisschen Engagement, ein bisschen Einsatz und auch ein bisschen Fleiß, um die wesentlichen Dinge zu verinnerlichen. Und hier möchte ich euch heute und in den folgenden 4 Terminen ein bisschen an die Hand nehmen und in die Welt des professionellen Tradings einführen. Wieso erlaube ich mir das? Wieso denke ich, dass ich die Qualifikation dafür habe? Nun, zum einen bin ich schon seit über 20 Jahren jetzt an der Börse aktiv als Anleger, als Trader, aber auch als Investor. Und seit mittlerweile 12 Jahren bin ich selbstständig im Bereich Trading. Habe dann einige Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, wer eines von mir vielleicht gelesen oder gekauft hat. Mein Werdegang war dann so, dass ich, naja, so ab dem Jahr 2012 in den Bereich Asset Management hineingekommen bin, zuerst mit einer IT-Firma, wo wir für Vermögensberatungen, für Vermögensverwaltungen, für Hedgefonds, Trading-Strategien entwickelt haben und dann später, indem ich selbst mit einigen anderen Menschen den weltweit ersten Aktien-Robo-Advisor gegründet habe. Nachdem das Unternehmen dann nach 3 Jahren verkauft wurde, ja, war ich dann Privatier und als ich 2019 zurückgekommen bin, denn aus diesem Ausbildungsbereich war ich für 5 oder 6 Jahre weg, habe ich mich eigentlich gewundert, dass sich nicht viel verändert hat im Bereich der privaten Trader. Ich meine, als ich wegging, das war eben so 2012,
Da gab es natürlich auch schon Social Media und diese Dinge, aber nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. Und ich dachte eigentlich, das Wissen, der Wissensstand der privaten Trader ist besser geworden, die Programme wurden besser, die Tools wurden einfacher, aber die Fragen, die gestellt werden heute noch, das sind die gleichen wie vor 10 oder 15 Jahren. Und deswegen bin ich auch angetreten, dieses Wissen, das ich in den letzten 20 Jahren hier aufnehmen durfte, mit euch zu teilen. Ihr seht hier unten schon erstmals meine E-Mail-Adresse office@thomasfittner.com und meine Homepage www.thomasfittner.com. Damit will ich andeuten, wenn es Fragen von eurer Seite gibt, die wir heute im Seminar nicht beantworten konnten aus Zeitgründen, oder wenn euch die Fragen einfach dann auch erst später einfallen, einfach eine E-Mail schicken bitte. Wir helfen natürlich gerne weiter, und diese Slides, die ihr hier sehen werdet in den nächsten Minuten, die kann ich euch auch gerne zur Verfügung stellen. Wobei es keine Slideshow sein soll, sondern wir werden sehr viel uns gemeinsam mit einer Backtesting-Software erarbeiten, aber die Grundlagen muss ich halt auf der einen oder anderen Folie zeigen, damit ihr wisst, wo ich dann später im Live Backtesting mit euch hin möchte. Diese fünfteilige Serie, ich mache es mal da ganz kurz. Ich denke, die Themen bauen aufeinander auf, und ich will auch nicht zu sehr vorgreifen. Ich möchte euch nur ein bisschen Appetit machen für die anderen vier Teile, denn ich denke, dass ihr mit diesen fünf Webinaren eine passable Grundausbildung habt, auf der ihr aufbauen könnt. Und ich denke, dass wir heute mit dem ersten Teil uns so ein bisschen auf dieses Thema werden einstimmen können. Gut, dann machen wir da mal weiter mit der heutigen Agenda. Wir beginnen mit der Frage Trading für Berufstätige. Wie schaut das konzeptionell aus? Welche Phasen gibt es hier? Ich will jetzt nicht auf die absoluten Basics eingehen. Was ist Trading überhaupt? Wie viel Geld macht man fürs Trading? Was braucht man sonst noch? Einen Broker, einen Computer, Internet? Ich meine, ich denke, das werdet ihr alle drauf haben. Aber so ein paar Gedanken zum Einstieg, wie das Trading für Berufstätige ausgeschaltet sein kann. Dann unterhalten wir uns über den Zielmarkt, denn es gibt ja viele verschiedene Märkte, viele verschiedene Anlageklassen, die man handeln kann. Und für den privaten Trader, und damit subsumiere ich einfach auch die meisten Einsteiger in das Trading-Business, die sollten sich halt aus meiner Sicht aus einem bestimmten Zielmarkt orientieren. Welcher das ist und warum es dieser Markt ist, das werden wir in Kürze erfahren. Ja, und dann sprechen wir über den Trading-Plan an nächster Stelle, so ein bisschen auf der Metaebene. Aus welchen Bestandteilen besteht eine Trading-Strategie? Welche Wertigkeit haben diese Bestandteile und wie passen sie alle zusammen, damit letztens eines passiert? Ja, wir wollen ja Profit machen. Und dazu brauche ich natürlich einen vernünftigen Trading-Plan. Trading-Plan ist nur ein anderes Wort für Trading-Strategie. Und dann machen wir einen ersten Faktencheck. Wir machen erste Backtests. Und möchte ich noch nicht zu viel verraten zu diesem Thema, aber das wird, denke ich, doch relativ spannend schon werden, mal zu sehen, wie man sich diesem Thema Trading faktenbasiert nähern kann. Und dann am Ende habe ich noch ein Angebot für euch für dieses Webinar. Lasst euch überraschen. Gut, aber fangen wir mit dem ersten Punkt an, Trading für Berufstätige. Darüber wird schon viel geschrieben, das ist keine Frage. Aber ich möchte es mal aus meiner Sicht so sehen, wie ich das Thema quantitatives Trading heute verstehe. Und zwar kann man das im Großen und Ganzen in zwei Phasen teilen. Wir haben zunächst mal die Planungsphase und wir haben diese operative Phase. Und überraschenderweise ist der Fokus der meisten Trader auf der operativen Phase und weniger auf dieser wichtigen Planungsphase. Aber schauen wir uns an, was ich darunter eigentlich verstehe und warum diese Planungsphase so wichtig ist. In der Planungsphase geht es zunächst mal darum, das Business überhaupt einzurichten, startklar zu werden. Soweit seid ihr schon. Ihr habt einen guten Broker, ihr habt die IT dazu, sonst könntet ihr heute nicht zuschauen, und wahrscheinlich habt ihr auch Geld für das Trading. Das sind immer die Grundvoraussetzungen. Aber dann muss man es wie ein wirkliches Business sehen. Das nächste, was ich brauche, ist ein Businessplan. Ich brauche eine Strategie, wie ich mein Geschäft, und Trading ist ja kein Hobby, sondern ein Geschäft, wie ich mein Geschäft betreiben möchte. Und das ist die Trading-Strategie. Und diese Planungsphase sollte eigentlich mehr als 98%, vor allem dieser zweite Punkt hier, ausmachen, indem man sich einfach hinsetzt und Trading-Strategien entwickelt. Aber nicht, indem man jetzt darüber nachdenkt, was man tun könnte, sondern indem man Dinge testet.
Und das werden wir dann heute und in den folgenden 4 Teilen noch zur Genüge sehen, wie man da vorgehen soll und was ich überhaupt damit meine. Die operative Phase ist dann vom professionellen Trading-Standpunkt aus gesehen die eigentlich extrem langweilige Phase, die aber umgekehrt interessanterweise den privaten Retail-Trader extrem fesselt. Denn die operative Phase ist ja nichts anderes als das Live-Trading. Aber das Live-Trading ist ja nur das Ergebnis einer gut entwickelten Trading-Strategie. Die Order-Execution, also die Order-Platzierung, ist eine manuelle Tätigkeit, die einfach gemacht werden muss. Aber das finde ich weder besonders spannend noch besonders anspruchsvoll. Ja. Es geht einfach darum, dass die Signale, die meine Trading-Strategie mir gibt, dass ich die umsetze. Und das geht je nach Automatisierungsgrad in wenigen Minuten pro Tag. Da werden wir dann schon noch genau hinkommen. Wenn wir jetzt, und das ist vielleicht schon ein erster Hinweis auf den aus meiner Sicht vernünftigen Zielmarkt für den privaten Trader, wenn wir hier an die Öffnungszeiten der Börsen denken und hier allen voran den US-amerikanischen Märkten, dann denke ich, erzähle ich euch hier nichts Neues, wenn da steht, dass in Amerika die Märkte von 15.30 Uhr bis 22 Uhr unserer Zeit offen haben und dass dann umgekehrt natürlich ab 22 Uhr bis am nächsten Tag geschlossen ist und übers Wochenende im Regelfall auch nicht gehandelt werden kann, zumindest nicht direkt an den Großen. Also, und es ist auch günstiger für euch. Diese Tatsache, die ist man sich viel zu wenig bewusst in der Hitze des Gefechtes. Denn aus meiner Sicht sollte der private Trader immer bei geschlossenen Märkten handeln. Und zwar schwerpunktmäßig zur Börsenöffnung, Market on Open, aber natürlich auch Market on Close zum Börsenschluss. Und was jetzt nach einem Widerspruch klingt, denn wie soll man denn traden, wenn die Märkte zu haben, ist einfach der Order Execution geschuldet, die wir verwenden. Aber dazu komme ich noch gleich. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, und das wird vielleicht den einen oder anderen jetzt ein bisschen enttäuschen, aber ich halte eigentlich nicht sehr viel vom Intraday-Handel, zumindest nicht mit diesen Trading-Ansätzen, die hier gezeigt werden. Der berufstätige Trader sollte aus meiner Sicht aus vielen Gründen nicht Intraday handeln. Das beginnt bei ganz pragmatischen, das ist der Zeitfaktor. Wenn man berufstätig ist, wird man wahrscheinlich irgendwann am Abend nach Hause kommen. Sieht man jetzt vielleicht von den letzten Monaten ab, wo viele von euch sicherlich im Homeoffice gearbeitet haben, aber nicht alle. Und wenn man dann am Abend heimkommt, naja, dann gibt es was zum Essen, dann hat man Familie, dann hat man vielleicht Kinder, Hobbys, was auch immer und ist einfach müde. Und da denke ich, ist es nicht sehr sinnvoll, sich jetzt vor die Trader-Workstation zu setzen und da rauf und runter zu traden, sondern das Trading sollte ganz anders, sehr elegant in den Tagesablauf eingebunden werden, damit es eben nicht mehr als 10 bis 15 Minuten pro Tag in Anspruch nimmt. Und das ist relativ einfach möglich. Man muss halt nur zum einen mal draufkommen und zum anderen eben auch die entsprechenden Strategien dafür verwenden. Und wir kommen dann noch auf dieses Thema im Detail zu sprechen. Gut. Live-Trading, ja, wie schaut denn das jetzt mal theoretisch aus? Ich werde es dann gleich in wenigen Minuten zeigen, wenn ich mal so eine Trading-Strategie starte. Im Prinzip geht es ja darum, dass wir tagesschlusskursbasiert handeln. Also wenn wir vom Day-Trading weg wollen, weil es zu hektisch ist, ja, was auch immer jetzt, ne? Unabhängig von den fachlichen Problemen des Intraday-Handels, auf die ich auch noch eingehen werde, ist es halt so, dass man genügend Zeit hat, das Marktscreening vorbörslich zu erledigen und das noch zu automatisieren. Automatisieren natürlich mit einer Backtesting-Software, wo man einfach die Strategie durchlaufen lässt mit den Regeln, die man im Vorfeld ausgearbeitet hat. Und dann werden einem die Signale auf dem sprichwörtlichen Silbertablett präsentiert. Und dann geht es einfach nur noch darum, diese Signale ja, an die Börse zu schicken. Und dafür habt ihr euren Broker, der diese Aufgabe übernimmt. Aber das ist ein Prozess mit den anderen Punkten, die hier noch kommen, der relativ einfach vonstatten geht. Und diese Order-Eingabe, die kann man manuell machen oder eben auch über eine entsprechende Schnittstelle an die Trader-Workstation schicken. Wenn man, das ist jetzt vielleicht ein erstes Thema, was ihr noch nicht so oft vielleicht gehört habt, wenn man mit einer sogenannten Market-on-Open
Order arbeiten möchte, ich sage gleich, was das ist, dann muss man die Order bis 15.25 Uhr an die New York Stock Exchange oder an den Nasdaq schicken. Bis 15.25 Uhr bedeutet, dass man diesen ganzen Prozess, den ihr da jetzt hier schon seht, dass man den eigentlich sehr bequem in der Früh, bevor man zur Arbeit geht, erledigen kann. Ja, wenn man da früh aufsteht, Computer hochfahren, Software starten, Zwischenzeit, während das Datenupdate läuft, holt man sich einen Kaffee und dann platziert man die Orders entsprechend für den aktuellen Handelstag, für Market on Open um 15.25 Uhr. Aber was ist Market on Open? Was ist das für eine Order-Type? Grundsätzlich kann man Market zur Börsenöffnung kaufen mit Zeitstempel 15.30 Uhr oder man gibt der Order den Zusatz Opening mit. Und wenn man der Order diesen Opening-Zusatz mitgibt, dann ist gewährleistet, dass man wirklich den ersten Kurs des Tages bekommt. Dann ist man bei der vorbörslichen Opening Auction dabei, wo die Market Maker und Specialists an den US-amerikanischen Börsen die Kauf- und Verkaufsaufträge über Nacht eintreffen, sammeln und ganz genau weiß man es nicht, wie das jetzt da im Detail funktioniert, aber im Prinzip dann mit den jeweiligen Futures einfach einen fairen Eröffnungskurs der jeweiligen Werte ermitteln. Und dann ist man Market on Open dabei und aus statistischer Sicht, das haben wir über mehrere tausend Trades in den letzten Jahren überprüft, aus statistischer Sicht ist es besser, wenn man einen Market on Open Order verwendet, als wenn man unter Anführungszeichen nur Market einsteigt. Man bekommt einfach einen etwas besseren Kurs für die Order und je besser oder je günstiger ich in einen Trade hineinkomme, desto mehr Profit kann ich natürlich machen, das ist klar. Also Market and Open, eine wichtige Order-Type, die auch in eurer Trader-Workstation zur Verfügung steht, nutzt diese Order-Type, denn wie gesagt, unter dem Strich kommen da eben bessere Preise für euch raus und wenn es dann losgeht, ist ja eigentlich gar nichts mehr zu tun, denn alle Orders habt ihr schon lange vorher eingestellt, die Order wird ausgeführt. Selbst irgendwelche Bracket-Orders können ja automatisiert oder halbautomatisiert werden, wenn es notwendig ist, mit einem Kursziel, mit einem Stop-Loss. Da muss man ja nicht dabei sein. Ja. Und noch dazu gibt es ja heute mobile Applikationen, wo man dann vielleicht sogar noch kurz prüfen kann, wurden die Orders alle ausgeführt. Im Regelfall, wenn man vernünftige Instrumente handelt, gibt es da keine Probleme. Daher denke ich, dass man dieses Live-Trading mit relativ wenig Aufwand pro Tag betreiben kann. Und die 15 Minuten, die hier stehen, ich denke sogar, dass die so lang dauert es gar nicht, will ich damit sagen. Ich denke, dass es in teilweise auch deutlich kürzerer Zeit geht. So, das mal jetzt zu diesen ganzen Themen. Wie kann ein Berufstätiger sein Trading in den Alltag integrieren? Und das hat nicht nur organisatorische Gründe, sondern auch fachliche Gründe, warum ich eben vom Daytrading abrate und euch gerne dieses Thema End of Day Trading, also Tagesschlusskurs basierter Handel, schmackhaft machen möchte. Warum fachliche Gründe noch dafür sprechen, das ist auch ein Thema für die weiteren Webinare, die da noch kommen. So, schauen wir uns mal die möglichen Anlageklassen an, die man handeln kann. Und ich denke nicht, dass diese Liste vollständig ist und ich sehe auch gerade, dass da unten irgendwas verrutscht ist, denn da steht Oldtimer Wein und ich glaube, das soll Sneakers heißen, weil ich ja noch nicht so lange her darüber gestolpert bin, sieht man, dass ich auch jetzt nicht mehr zu den allerjüngsten zähle. Mich das sehr gewundert hat, dass man mittlerweile auch mit Sneakers Trading machen kann und dass hier teilweise auch sehr, sehr viel Geld verdient wird mit besonders exklusiven Modellen. Aber kommen wir zurück zu den börsengehandelten Anlageklassen, die wir da ganz oben sehen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, was man traden kann. Und leider ist es so, dass sich gerade die Beginner sehr, sehr gerne auf Währungen stürzen. Und was früher das typische Forex-Trading war, das ist in den letzten Jahren ein bisschen in Richtung Crypto-Trading gewandert. Dort sind halt dann die ganzen, verzeiht mir den Begriff, Wahnsinnigen unterwegs, die halt dann glauben, sie werden über Nacht Millionär. Naja, natürlich kann man da mal Glück haben, aber das ist ja kein vernünftiger Börsenhandel, wenn man das betreibt. Und diese Märkte, zum Beispiel Währungen, sind extrem effiziente Märkte, die es dem privaten Trader extrem schwierig machen. Sicher kann man da mit hohem Hebel reingehen, aber unabhängig davon, dass der Hebel meistens ja viel zu hoch gewählt wird, sind diese Märkte einfach für den privaten Trader aus meiner Sicht absolut nicht geeignet und noch dazu eben sehr effizient. Wenn wir über vernünftiges Trading sprechen, dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich sehr wenig Alternativen. Ich beginne einfach damit, dass Einsteiger oder
fassen wir es ruhig ein bisschen weiter, auch durchaus fortgeschrittene Trader sich auf die Aktie als Handelsinstrument konzentrieren sollten. Denn Aktien normalerweise Buy and Hold, klar, das ist ein typisches Instrument für längerfristige Geldanlage, aber Aktien kann man auch kurzfristig sehr profitabel und sehr ressourcenschonend handeln. Ich bin jetzt kein großer Freund von Derivaten. Natürlich kann man auch Aktien, also Einzeltitel, über CFDs nachstellen, aber ich frage mich eigentlich, wozu man das tun sollte, weil selbst die Aktie kann man shorten bei einem vernünftigen Broker wie CapTrader. Und selbst hier gibt es einen Hebel. Also ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum man CFDs nehmen sollte und auf die Vorzüge des geregelten Börsenhandels bei Aktien verzichten sollte. Warum sollte man Aktien handeln? Es hat ja alles einen Grund und das hängt ja alles irgendwo zusammen. Weil die Aktien einfacher zu handeln sind als viele andere Anlageklassen. Der typische Long Bias, die Tendenz, dass die Aktienmärkte steigen, den kann man relativ schnell und wahrscheinlich werden wir auch heute noch dazu kommen, mittels Backtest feststellen. Also Aktien wollen steigen. Es hat niemand Freude, wenn die Aktienmärkte fallen. Und deswegen gibt es auch zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen, wenn Aktien zu rasch, zu stark nach unten krachen. Und das sieht man einfach auch eben an der allgemeinen Tendenz. Bei anderen Anlageklassen, denke ich jetzt an Währungspaare zum Beispiel, gibt es diese Tendenz nicht. Ja, da ist es eben viel schwieriger. Bei Short, bei Aktien kann ich zum Beispiel getrost auf die Short-Seite am Anfang vergessen. Wenn ich bei Aktientrading, zu dem man mich long-only ausrichte und auch mit der richtigen Trading-Strategie an die Sache rangehe, und wir werden heute noch sehen, was die richtige Trading-Strategie ist, aus übergeordneter Sicht die richtige, jetzt nicht die einzelnen Indikatoren dahinter, dann bin ich schon mal auf der richtigen Seite. Denn es ist ja immer die Frage, wie hoch lege ich mir die Latte gerade als Einsteiger? Ich muss ja nicht Unnötiges mir schwierig machen, wenn ich krampfhaft versuche, etwas zu handeln, was eigentlich vom Zielmarkt nicht angenommen wird. Und bei einem Long-System, wie gesagt, bin ich eben auf der sicheren Seite. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, hier steht viele liquide Instrumente, das werde ich dann auch noch später immer wieder ausführen, denn Trading, das ist einer meiner Lieblingsaussagen, ist ein statistisches Problem und so heißt da glaube ich auch einer der Vorträge, die ich hier noch halten werde. Und aus statistischer Sicht ist es natürlich wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, Dinge, die ich tue, möglichst häufig zu tun, beziehungsweise diese Dinge häufig zu überprüfen. Ja, das heißt, ich brauche einfach die Möglichkeit, dass ich ein Trading-System habe, das viele Trades macht, damit ich aus statistischer Sicht hier relevante beziehungsweise auch stabile Ergebnisse bekomme. Es hilft mir nicht viel, wenn ich ein Trading-System habe, das gut performt, aber das im Jahr vielleicht 10 oder 15 Trades macht. Das ist ein bisschen dünn für eine Datenanalyse und ein Backtest ist ja letztlich nichts anderes als eine statistische Analyse. Und deswegen muss ich häufig traden und damit ich häufig traden kann, eignet sich einfach die Aktie, weil es sehr viele gibt. Ja, es ist ganz einfach. Wenn ich jetzt verschiedene Währungen handle und mir da die Hauptwährungspaare ansehe, habe ich eine Handvoll. Ja. Aber umgekehrt könnte ich vielleicht in den USA S&P 500 ganz locker mal 500 Aktien in mein Portfolio aufnehmen und aus diesem großen Portfolio meine Trading-Signale generieren. Und die Tatsache, dass die Aktienmärkte geschlossen haben zwischendurch, also eben nicht rund um die Uhr offen haben, ist mit einigen Nachteilen behaftet, steht außer Frage, wie zum Beispiel, dass es auch häufig Gaps, also Kurslücken gibt, aber es überwiegen die Vorteile. Und schon allein das, dass ich mich als berufstätiger Trader aufgrund der Zeitverschiebung, wo es in den USA erst am Nachmittag losgeht, ganz bequem in der Früh oder vormittags oder irgendwann tagsüber auf den Handelstag vorbereiten kann und es bewegt sich dort nichts an der Börse. Das ist ja ein Luxusprivileg, das ich hier eigentlich habe, dass ich mir in Ruhe meine Signale suche, die Orders vorbörslich platziere und wenn es dann um 15.30 Uhr losgeht, dann habe ich ja schon lang den ganzen Computer mit meinen Trading-Plattformen wieder abgeschaltet. Das interessiert mich dann ja nicht mehr. Ich habe ja schon alles gemacht, was ich tun kann. Sicher schaut man hin und wieder rein, was ich gerade tut. Ja. Aber notwendig ist es aus fachlicher Sicht nicht. Ja, und die anderen Punkte, die hier stehen, sprechen natürlich auch für
gerade US-amerikanische Aktien mit sehr kleinen Spreads, oft nur 1 oder 2 Cent, mit sehr günstigen Ordergebühren, wobei das natürlich auch von eurem Broker abhängt, aber bei CapTrader gibt es natürlich sehr, sehr günstige Gebühren und das Ganze ist für Berufstätige optimal. Aber jetzt nicht bitte falsch verstehen. Ich habe mir jetzt nicht einen Trading-Ansatz versucht zusammenzustellen, damit ich den quasi dann berufstätigen Tradern beibringen kann. Eigentlich ist es genau umgekehrt gewesen. Das Trading, so wie ich es hier zeige und wie ich es auch schule, das ist eigentlich schon seit vielen Jahren mein typisches Aktientrading. Und dann ist das halt ein angenehmer Nebeneffekt, dass das eben auch so einfach und mit so wenig Zeitaufwand handelbar ist und noch dazu auch für den berufstätigen Trader passend ist, weil man eben bei geschlossenen Märkten das alles machen kann. Also so gesehen hat es einfach gepasst und der End-of-Day-Handel, also der tagesschlussbasierte Handel, das ist etwas, bei dem man als privater Trader sicher die ersten Jahre bleiben kann und soll, weil es auch hier genug Möglichkeiten gibt. Und aus fachlicher Sicht, und das ist jetzt ein bisschen auch mein Background, denn bevor ich Berufstrader geworden bin, war ich in der Versicherungsbranche tätig. Und die Versicherungsbranche, also wenn Sie jemanden aus dem Fachbereich in der Versicherung fragen, was das Gesetz der großen Zahlen ist, dann sollte er das eigentlich wissen. Wenn er es nicht weiß, ist er wahrscheinlich entweder neu in seinem Business oder hat nicht aufgepasst. Aber letztlich ist es einer der Gründe, warum Versicherungen im Wesentlichen gutes Geld verdienen, weil sie mit statistischen Informationen arbeiten können, weil sie einen großen Datenbestand haben, weil sie genau wissen, welche Prämie müssen sie kalkulieren, damit es sich unter dem Strich für sie ausgeht. Und das Versicherungsgeschäft, interessanterweise, das hat mir ein bisschen beim Grundverständnis von Trading geholfen, obwohl es eigentlich auf den ersten Blick zwei komplett verschiedene Geschäfte sind, arbeitet eben mit diesem Gesetz der großen Zahlen, weil so wie es hier steht, der Einzelfall immer Zufallseignis ist. Der einzelne Schadenfall in der Versicherung ist ein Zufallseignis, genauso wie der einzelne Trade mehr oder weniger ein Zufallseignis ist. Aber wenn ich dann viele hunderte, tausende Trades in den letzten 10, 20, 30 Jahren in meinem Backtest habe, dann habe ich ein stabiles Ergebnis, genauso wie die Versicherung auf so einem großen Datensatz eben ihre Prämien vernünftig kalkulieren kann. Das heißt, das Grundprinzip von statistischen Analysen, das finde ich ja jetzt das Thema gerade bei euch in Deutschland am Wochenende waren die Wahlen. Ne? Da gab es im Vorfeld Meinungsumfragen und. Und natürlich liegen die auch manchmal daneben, aber es ist manchmal schon ein bisschen beängstigend auch, wie richtig die auch liegen. Und das geschieht halt auch mit ähnlichen Methodiken. Ne? Also das sind eben so verwandte Themenbereiche. Und deswegen ist es auch für mich klar, dass Backtesting der einzige sinnvolle Weg ist, um wirklich vernünftig zu traden. Und jetzt kommen wir schon ein bisschen hinein in das Thema und sprechen jetzt ein bisschen über den Trading-Plan, aber das wie gesagt auf der Meta-Ebene. Der Trading-Plan besteht mal grundsätzlich aus diesen 4 Puzzleteilen, die ihr hier seht. Ja, ich mache die mal auf. Und alle 4 Puzzleteile sind wichtig. Es gibt Puzzleteile, die man, wie soll ich sagen, die vielleicht eine etwas höhere Wertigkeit besitzen, wie zum Beispiel Punkt 2, der Einstieg, der Entry. Aber es gibt auch Puzzleteile wie den ersten Punkt, das Underlying, das Portfolio bei Aktien. Wie viele Aktien sind in meinem Portfolio? Aus wie vielen Aktien wähle ich täglich meine Signale aus? Einen extremen Performance-Hebel ermöglichen. Kleine Portfolios machen halt tendenziell weniger Performance wie große Portfolios. Warum? Weil ich mit einem großen Portfolio die Chance habe, mehr Trades, mehr Signale zu generieren. Und wenn ich etwas habe, was gut funktioniert, und werde ich natürlich damit mehr Performance machen, wenn ich es im Jahr 500 Mal anwende und weniger Performance, wenn ich es im Jahr nur 30 Mal anwende. Das ist ja eh klar. Ne? Deswegen ist auch ein Portfolio ein wesentlicher Performance-Hebel. Aber alle diese 4 Puzzleteile sind wichtig und müssen gut überlegt, / backgetestet werden. Denn genau genommen ist überlegt zu wenig. Wir können jetzt stundenlang überlegen, wann wir einsteigen. Wir werden es nicht herausfinden. Ja, wir könnten jetzt auch irgendwelche Leute fragen, aber das bringt nichts. Wir müssen es überprüfen. Wir müssen überprüfen, ob unsere Einstiegslogik Sinn macht, ob unser Ausstieg sinnvoll ist oder nicht. Und das kann ich ja
innerhalb weniger Minuten, wenn nicht sogar Sekunden feststellen, ob jetzt eine bestimmte Indikatorenkombination funktioniert oder nicht funktioniert. Naja, und wenn es funktioniert, werde ich es traden, und wenn es nicht funktioniert, dann kommt es in die Tonne. So einfach ist das eigentlich. Es gibt hier noch einen fünften Punkt, der, wo noch nichts dasteht. Ich mache das mal auf. Denn das ist die sogenannte Position Priority. Das ist so ein Fachbegriff aus dem Trading von Aktien, eine Sortierung der Kaufsignale. Ich werde dann beim Backtesting noch darauf eingehen, denn wenn man das Thema Position Priority oder Transaction Weight, wenn man das noch nicht gehört hat, dann ist es ein bisschen schwer in der Theorie zu erklären, aber wir werden dann sehen, welche Effekte beim Backtest mit oder ohne Position Priority entstehen können und warum man die Position Priority eigentlich braucht. Ich glaube, sogar der heutige Tag an der Börse, zumindest so wie es bisher ausschaut, alles tiefrot an den Märkten, wird sogar für die morgige Trading Session insofern interessant in Richtung der Position Priority, weil, das möchte ich jetzt mal vorwegnehmen, Reversionssysteme morgen wahrscheinlich relativ viele Signale generieren werden. Es sei denn, die Märkte schießen heute noch raketenartig nach oben, aber im Moment, zumindest vor einer halben Stunde, hat es nicht danach ausgeschaut. Ich komme dann gleich auf das alles zu sprechen. Also bei einigen Dingen muss ich euch vertrösten. Und deswegen habe ich auch gebeten, den Organisator des Meetings, dass diese Fragerunde, die ich natürlich gerne mit euch mache, dass es zum Schluss kommt, weil ich beginne auf den Beginn, das ist ja die Gewohnheit von mir, immer wieder einige Themen anzureißen, wo ich dann denke, dass der ein oder andere nicht ganz versteht, wo ich eigentlich hin will. Aber ich weiß aber dann auch aus Erfahrung, dass sich die meisten Dinge oder die meisten Fragen dann im Laufe des Vortrags wieder erledigt haben, weil ich es dann eh irgendwann erkläre. Ja. Also falls ihr irgendwo jetzt einmal ein bisschen gedanklich hängt und nicht wisst, wo ich da hin will, gebt es mir noch ein bisschen. Ihr werdet sehen, das löst sich alles Schritt für Schritt auf. Aber sprechen wir jetzt mal hier über das Thema Tradingplan und wie wir diesen Tradingplan entwickeln. Zunächst mal brauche ich natürlich einen Tradingplan, der duplizierbar ist. Ja. Der einzelne Gewinntrade, wo ich mich darüber freue, weil ich mal Lotto 6er erwischt habe, eine Aktie, die über Nacht dann vielleicht 30-40% nach oben schießt, kann ja mal passieren, ja, aber ist nicht duplizierbar. Das heißt, schön und gut, aber diese statistischen Ausreißer, die nützen mir nichts. Im Gegenteil, ich sollte schauen, dass das Trading-System unter dem Strich funktioniert. Es wird im Regelfall kleine Profite machen, weil wir eine gewisse Effizienz der Märkte haben, weil wir eine beschränkte Behaltedauer haben aufgrund der Lebensdauer eines Signals, der Wirkungsdauer eines Signals. Das werden wir dann wahrscheinlich im dritten Vortrag hören, was ich damit meine, Wirkungsdauer eines Signals. Aber Fakt ist, mein Tradingplan muss duplizierbar sein. Natürlich muss er funktionieren und er muss umsetzbar sein. Also umsetzbar meine ich einfach, dass er von den Ressourcen her umsetzbar ist, dass er vom Kapitaleinsatz her handelbar ist. Er muss natürlich auch mental umsetzbar oder zu stemmen sein. Was ist hier gemeint? Jegliche Rendite ist immer in einem Spannungsbogen zu sehen, im Verhältnis zum Risiko, das ich eingehe. Je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr Renditechancen habe ich. Wenn ich kein Risiko eingehen will, dann habe ich auch keine Renditechancen. Dann liegt das Geld auf einem Taggeldkonto und wird halt de facto nicht verzinst. Das ist eine Ende der Fahnenstange. Das heißt, ich muss einfach bereit sein, ein gewisses Risiko auf mich zu nehmen. Und es kann sein, dass man Trading-Strategien entwickelt, die sehr gut performen, wo man aber dann sagt, okay, aber die Volatilität des Systems, die Schwankungsbreite, der Max Drawdown, was auch immer, die Drawdown Times, die sind mir einfach viel zu hoch. Das kann ich mental, das halte ich nicht aus. Ja, wir werden dann auch noch sehen, wie man das prüfen kann. Aber letztlich muss jeder selber entscheiden, welche Volatilität er handelt und welche Volatilität er aushält. Und, das steht ja so am Schluss, aber eigentlich müsste er nicht ganz oben stehen, wenn ich mir das jetzt so anschaue. Eine Trading-Strategie muss funktionieren. Und das ist jetzt eigentlich eh klar, dass sie funktionieren muss. Aber wenn man jetzt genau darüber nachdenkt, ist ja die Frage, was heißt das jetzt eigentlich? Sie muss funktionieren. Denn ich erlebe immer wieder, ich habe jetzt erst am Wochenende ein zweitägiges Online-Trading-Seminar beendet. Ich erlebe immer wieder, dass bei diesen Systementwicklungen, die wir da gemeinsam machen, dass wir dann Trading-Systeme haben, wo dann der ein oder andere sagt, ja, aber das ist jetzt für mich nicht gut genug. Also das muss jetzt nicht immer die Performance sein. Das kann einfach die Schwankung sein, das kann die Anzahl der Trades sein, das kann die Exposure sein, der Investitionsgrad. Also es gibt ja viele verschiedene Kennzahlen. Was heißt jetzt
es muss funktionieren. Was für den einen ein gutes Trading-System ist, ist für den anderen unter Umständen nicht gut genug. Und das ist eben etwas, was jeder selbst bestimmen muss. Die Kennzahlen sind die Kennzahlen, aber die Interpretation der Kennzahlen, die muss natürlich dem jeweiligen Trader obliegen. Ja, ihr seht hier einen backgetesteten, vermutlich schlechten Trading-Plan. Denn eines muss man vielleicht auch noch sagen. Wenn man mit dem Trading beginnt, ist es ja vielfach so, dass man überhaupt nicht daran denkt, sich eine Strategie zuzulegen. Und dann kommt aber die Evolution und dann kommt der nächste Schritt, wo man dann als Trader irgendwann einsieht, so geht es nicht weiter, ich mache ständig Verluste, ich brauche einen Plan. Dann kauft man sich ein Tradingbuch oder schaut im Internet oder auf Facebook auf diversen Börsengruppen nach und dann schreibt man gewisse Dinge auf. Und das handelt man dann, im Regelfall aber ohne es zu überprüfen. Damit will ich sagen, ein Tradingplan ist ja nicht automatisch ein guter Tradingplan. Es gibt ganz viele Strategien, die ich mal probiert habe, die ich entwickelt habe, die halt dann nicht funktionieren. Ja, aber wenn sie nicht funktionieren, dann werde ich sie nicht traden. Ich denke sowas, wenn ich euch so ein Factsheet hier zeige, wie das hier, und sage, wollt ihr das gerne mit eurem Geld traden, werden wahrscheinlich die meisten sagen, naja, lieber nicht. Ne? Also wichtig, Tradingplan ja, aber noch wichtiger, funktionierender Tradingplan. Und das heißt einfach, nichts glauben, sondern mehr Wissen. Und wie man zu diesem Wissen gelangt, das werden wir uns jetzt anschauen, indem wir uns jetzt mal erstmals einen guten Tradingplan gemeinsam ansehen. Dazu switche ich jetzt mal kurz. Und friere mal den Bildschirm ein. Ich denke, das wird funktionieren. Switche ich jetzt kurz auf meine Backtesting-Software. Diese Software heißt WealthLab. Das seht ihr hier ganz oben links. WealthLab ist eine kommerzielle Backtesting-Software. Es ist nicht meine Software. Also ich habe jetzt nichts davon, dass ich das herzeige oder dann notgedrungen dafür natürlich auch Werbung mache. Aber WealthLab ist halt eine Backtesting-Software, mit der man ohne Programmieren Trading-Strategien mittels Baukastensystem zusammenklicken kann. Und das noch relativ neue WealthLab Version 7 war ein komplett neuer Relaunch. Die gibt es erst seit Ende Januar, Anfang Februar diesen Jahres, diese Software. Und die ermöglicht es erstmals wirklich zu 100% auch Nicht-Programmierern bis hin zur Order-Execution Trading-Strategien zu automatisieren. Also wirklich ein ganz tolles Teil, das ich für meine Schulungen ganz gerne auch deswegen nütze. Aber ich möchte euch jetzt zunächst mal eine gute Trading-Strategie zeigen. Wer mich kennt oder wer meinen Ausführungen auf meiner Homepage folgt, der weiß mit Sicherheit, dass ich bis vor wenigen Wochen einen Live-Trading-Room geführt hatte, den ich 2020 begonnen hatte, im August des Vorjahres. Und wo ich dann irgendwann mir überlegt habe, wie lange soll dieser Live-Trading-Room denn jetzt laufen? Und habe dann gesagt, okay, nach einem Jahr ist genug. Und ich habe den Live-Trading-Room dann Ende August 2021, also vor knappen 4 Wochen, beendet. Und da haben wir ein ganzes Jahr lang, sogar ein bisschen mehr, 3 Trading-Strategien live vor Publikum getradet. Waren mehrere Termine pro Woche, wo man die ganze Entwicklung beobachten konnte. Und das erzähle ich deswegen, weil eine dieser Strategien, also alle 3 waren gut, aber das war halt die performanteste Strategie, Billions 2. Und ich mache das mal groß. Und wenn wir da jetzt mal herschauen, die jährliche Performance im Backtest dieser Strategie über die letzten 22 Jahre, die lag bei 37,35% ohne Hebel nach Kosten. In diesem Projektzeitraum hat die Strategie 62% Rendite nach Kosten gemacht. Also eine sehr, sehr schöne Entwicklung für ein Jahr. Der S&P, als für mich Benchmark, hat im gleichen Zeitraum knapp über 30% gemacht. Also wir konnten die Märkte fast ums Doppelte outperformen, nämlich nicht nur bei der Performance, sondern auch beim Drawdown. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das ist eine gute Trading-Strategie. Aber wie kommt man zu so einer Trading-Strategie, wie kommt man dorthin? Naja, indem man halt einfach seine Hausaufgaben macht. Und ich möchte euch jetzt Schritt für Schritt an das heranführen, dass auch ihr solche Equity-Kurven irgendwann einmal zusammenbringt. Denn diese Strategie ist wirklich sehr, sehr gut. Und die Drawdowns, die Dips, die hier natürlich wie bei jeder Trading-Strategie entstehen, schauen wir mal hier auf die monatlichen Ergebnisse dieser Strategie, die sind natürlich vorhanden, klar, aber deutlich weniger stark ausgeprägt als vielleicht beim Gesamtmarkt. Weil wenn wir die Equity-Kurve anschauen, das Schwarze ist der S&P 500, da sehen wir, dass wir den Gesamtmarkt hier
deutlich outperformen können. Aber wie kommt man denn dorthin? Alles Step by Step. So, wir sind jetzt wieder in den Slides. Also einen guten Trading-Plan, eine gute Trading-Strategie habt ihr gesehen. Jetzt machen wir gemeinsam den ersten Faktencheck. Wir machen gemeinsam die ersten Backtests und nähern uns jetzt dem Thema, indem wir über den zweiten Punkt hier jetzt ein bisschen sprechen. Es gibt dann den Teil 3, wo wir über die besten Entry- und Exit-Logiken sprechen. Aber hier geht es zwar auch um den Einstieg, aber ein bisschen anders vom Zugang her. Und das möchte ich euch jetzt kurz mal zeigen. Denn wenn wir über klassische Trading-Strategien sprechen, dann haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir in die Märkte einsteigen. Wir können pro- oder antizyklisch agieren. Wenn ich prozyklisch agiere, dann positioniere ich mich in Richtung des gerade vorherrschenden Trends. Ja, also die Märkte steigen. Bleiben wir jetzt mal bei Long Only, war schon die Empfehlung Long Only. Wir kommen dann noch darauf, warum Long Only. Ich werde es euch mit Backtest dann zeigen. Aber wenn ich jetzt von einer Long-Strategie ausgehe, heißt das bei einem prozyklischen Entry, der Kurs ist in den letzten Tagen nach oben gegangen und ich setze auf diesen Schwung, ich setze auf dieses Momentum und positioniere mich eben long in Richtung des vorherrschenden Trends. Dann sind wir bei diesen klassischen Trendfolgemodellen angelangt oder bei Breakout-Modellen. Das sind prozyklische Einstiege. Ich kann aber genau in die andere Richtung agieren. Ich kann sagen, ich kaufe die Verlierer der letzten Tage. Ich positioniere mich gegen den gerade vorherrschenden Trend. Natürlich funktioniert das pro- und antizyklisch Einsteigen nicht nur am Tageschart, sondern grundsätzlich in jeder Zeiteinheit. Aber es geht einfach nur darum, gehe ich mit dem Trend oder gehe ich gegen den Trend? Ja. Und wenn wir jetzt die Empfehlung hier schon haben, wir sollten Tagesschlusskurs basiert handeln, dann gilt das natürlich auch für die Tagescharts. Und ihr seht hier zwei Tagescharts. Auf der linken Seite sehen wir eine Aktie, die nach unten kracht, ein paar Tage. Und auf der rechten Seite sehen wir eine, die in den letzten Tagen gestiegen ist. Und Achtung, wenn ich jetzt so genau hinschaue, denke ich mir gerade, dieser Pfeil ist nicht so ideal gewählt, also dieser rote Pfeil, den es ja zweimal gibt, links und rechts. Denn er suggeriert, dass es interessant ist, was in den letzten Wochen passiert ist, um diese Entscheidung zu treffen. Fakt ist aber, dass mich eigentlich nur die letzten, naja, 2 bis 7 Bars interessieren, was diese Tendenz betrifft. Also wenn ich wissen möchte, ob die Märkte oder ob ich mich gerade pro- oder antizyklisch positioniere, dann geht es halt darum, was der Kurs in den letzten Tagen gemacht hat. Und auf der linken Seite hätte ich ein typisches Setup eines Swing-Trading-Systems. Swing-Trading-System, ich nenne es dann meistens Reversionssystem oder Umkehrsystem oder Min-Reversal, sind einfach verschiedene Begriffe für das Gleiche, nämlich für einen antizyklischen Einstieg. Und auf der rechten Seite seht ihr den typischen Setup, das typische Setup für einen Trendfolger oder eben für ein Breakout, je nachdem, wo, an welcher Widerstandsmarke diese Aufwärtsbewegung stattfindet. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, was besser funktioniert. Ja, ist es besser, wenn ich Aktien kaufe, die gerade nach unten krachen, also quasi ins fallende Messer greife? Oder ist es besser, wenn ich Aktien kaufe, die gerade nach oben gehen? Denn eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Also die Tendenz ist ja immer irgendwo da. Der Kurs geht rauf oder der Kurs geht runter. Und diese Frage, ob es jetzt besser ist, antizyklisch zu agieren oder prozyklisch, die kann ich jetzt mit drüber nachdenken keinesfalls lösen. Ich muss es einfach überprüfen, ich muss es backtesten. Wenn ich mal weiß, auf welche übergeordnete Trading-Strategie mein Zielmarkt besser anspricht, dann kann ich auf das aufbauend meine Trading-Regeln ausgestalten. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun, indem wir die US-amerikanischen Aktienmärkte überprüfen, ob die besser trendfolgend gehandelt werden oder kontratrend. Das ist jetzt eben diese Frage. Und dazu machen wir jetzt einen weiteren Backtest. Ich gehe wieder auf die Software rüber. So. Und jetzt seht ihr, denke ich, ja, sollte funktionieren, wieder Wealth Lab. Und die Strategie
die Bilanzstrategie, die machen wir mal zu und wir machen jetzt hier einfach mal eine neue Strategie, eine neue sogenannte Building Blocks Strategy. Diese Building Blocks Strategy besteht hier mal aus den Bedingungen Buy at Market Open. Da kommt das wieder, Market Open, ihr könnt euch erinnern, Market on Open Order, das ist genau das, Sell at Market Open. Und jetzt fehlen natürlich hier noch die Bedingungen, die Regeln dafür. Wir haben zusätzlich, ihr erinnert euch an diese Folie mit den Puzzleteilen, Entry, Exit, Position, Size, Portfolio. Da seht ihr zwei Puzzleteile, Entry, Exit. Ne? Aber wir haben auch hier bei den Settings das Portfolio zum Beispiel. Wir testen jetzt das Ganze mal auf den gesamten S&P 100, also nicht auf den Index selbst, auf den Future, sondern auf alle Aktien, die sich darin befinden, in diesen S&P 100. Wir haben hier unser viertes Puzzleteil, unser Position Sizing, 20% of Equity von einem fiktiven Startkapital von 100.000 US-Dollar, bei einem Position Sizing von 20%. Weise ich eben jeden einzelnen Trade 20% meines Gesamtkapitals zu. Das heißt im Umkehrschluss, ich kann 5 Trades gleichzeitig machen. Das sind einmal diese Settings, Portfolio S&P 100, Backtesting-Zeitraum 20 Jahre, Percent of Equity 20, Margin Factor 1, also kein Hebel. Alles andere dann hier auf der Design Surface. Und zwar, wir brauchen jetzt eine Einstiegsregel. Und ich rufe nochmals in Erinnerung, wir wollen jetzt einen prozyklischen und einen antizyklischen Ansatz gegenüberstellen und schauen, wo wir eine bessere Performance machen. Dazu lege ich jetzt hier mal einen Block herein beim Entry. Und zwar schiebe ich den da rein. Indicator compare to a value. Das heißt, ich vergleiche einen Indikator mit einem bestimmten Wert. Und jetzt gibt es einen Indikator, der relativ simpel ist. Der nennt sich Consecutive Down und das Consecutive Down ist nichts anderes, als wie ich zähle die Kerzen, wo es eine Zeit lang nach oben oder unten geht. Consecutive Down ist nach unten, Consecutive Up wäre dann die Gegenseite nach oben. Fangen wir vielleicht mal mit Up an. Consecutive Up, greater than or equal to, also mehr als 3. Das bedeutet, wenn ich das so zusammenklicke, dass der Kurs 3 Tage in Folge, ganz wichtig, consecutive, in Folge steigen muss. Ja, also es muss wirklich 3 Tage hintereinander nach oben gehen. Dann würde ich am Tag 4 aufgrund dieses Marktverhaltens zur Börsenöffnung einsteigen. Ja, das ist meine Einstiegsregel. Und jetzt machen wir einen sehr simplen Exit dazu. Ich nehme das mal weg, diesen Befehl, remove. Und ich nehme hier einfach sell after n bars als Exit-Regel. 5, das ist der Default-Wert, den lassen wir gleich. Ja. Das heißt, ich verkaufe nach 5 Tagen. Das heißt, ich steige nach 3 Tagen, wenn es aufgeht, steige ich ein am 4. Tag, dann bleibe ich 5 Tage positioniert und am 5. Tag zur Börsenöffnung steige ich wieder aus. Das ist mein ganzes Regelwerk. Damit haben wir Entry-Exit, Position-Size, Portfolio. Wir haben keine Position-Priority, weil wir es an dieser Stelle nicht benötigen für diese erste Zielmarktanalyse. Nochmals. Ich gehe nochmals in die Slides rüber. Wir wollen jetzt quasi das hier auf der rechten Seite nachstellen. Wir suchen einen Kurs, der einige Tage nach oben geht. Das könnte man mit verschiedenen Indikatoren darstellen. Ich könnte auch bei einem neuen 10-Tages-Hoch einsteigen oder einem neuen 5-Tages-Hoch. Aber es ist halt mal eine Möglichkeit, wie ich so etwas überprüfe. Und wieder rüber zu WealthApp. So, jetzt haben wir das mal so drinnen. Ich mache mal einfach den Backtest jetzt. Ne? So, ihr seht hier unten, der Backtest läuft, der grüne Balken geht nach rechts. Jetzt wird noch ein bisschen gerechnet. Wer jetzt vielleicht aufgepasst hat, hat hier unten gesehen, 181 Symbols. Warum 181 und nicht 100, wenn es der S&P 100 ist? Das hängt mit dem Thema Survivorship Bias zusammen. Was das wieder ist, erkläre ich dann irgendwann in den 4 Teilen. Ich weiß noch nicht genau wann. Es geht jedenfalls darum, dass wir hier nicht nur mit diesen 100 aktuellen Aktien im S&P 100 testen, sondern dass der S&P 100 ja von der Zusammensetzung her wie jeder andere Index sich immer wieder verändert. Aktien fliegen raus, neue kommen rein und so weiter. Und WealthLab, beziehungsweise die da integrierten kostenlosen Wealth Data, die können dieses Problem lösen. Die wissen ganz genau,
welche Aktie war zu welchem Zeitpunkt in Dow Jones. Und technisch gesehen sind da eben jetzt 181 Symbole drinnen, aber in Wirklichkeit sind da schon viele wieder aussortiert. Die sind halt irgendwann mal drin gewesen, deswegen sieht es so aus auf den ersten Blick, als ob hier 181 Symbole drinnen wären. Es sind aber aktuell nur 100 und ich werde dann irgendwann einmal so verschiedene Portfolios gegenüberstellen in einem anderen Vortrag hier bei CapTrader, wo ich einmal mit Survivorship Bias, einmal ohne das teste und vergleiche, damit ihr sehen könnt, welche Effekte das nach sich zieht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zu unserem Backtest zurück. Wir machen mit dieser Strategie einen jährlichen Profit von 0,47%. Naja, das ist schon eher ein bisschen bescheiden, aber immerhin, es ist nicht negativ. Und es ist ja noch keine besonders ausgereifte Trading-Strategie. Wir wollen ja jetzt hier noch nicht etwas finden, was wir wirklich traden möchten, sondern wir wollen ja etwas finden hier, um zu schauen, ob der Gesamtmarkt, das ist in dem Fall jetzt für mich das Portfolio S&P 100, könnte jetzt auch Dow Jones oder Nasdaq oder was auch immer sein, aber ich habe mich jetzt mal viel für den S&P 100 entschieden, ob der Gesamtmarkt auf diese in dem Fall jetzt prozyklischen Trading-Strategien gut oder nicht so gut anspricht. Also 0,47 ist jetzt mal eine Information, die wir haben, aber genau genommen können wir damit noch nicht viel anfangen, weil wir ja nicht wissen, wie es andersrum ausschaut. Und das machen wir jetzt. Ich werde jetzt eines tun. Ich werde jetzt, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, ich werde jetzt noch eine Strategie aufbauen, nämlich im Prinzip eine relativ ähnliche Strategie, die aber vom Grundgedanken her bei dem Entry seitenverkehrt funktioniert. Das heißt, consecutive down statt up, less than 3 days. Und ich lege es dann auch gleich nebeneinander, damit ihr das ganz genau sehen könnt. Und sell after N bars 5. Damit haben wir jetzt genau das Gleiche. Wir haben wieder den S&P 100, selbes Position Sizing, gleiche Laufzeit natürlich. Und jetzt lege ich beide Strategien mal nebeneinander ab. Wir haben hier auf der rechten Seite unsere Trendfolgestrategie. Es geht 3 Tage nach oben. Das haben wir ja hier abgebildet. Consecutive up greater than or equal to. Und hier auf der linken Seite nehmen wir jetzt das Ganze nur seitenverkehrt, indem wir sagen consecutive down greater than or equal to. Schauen wir uns die Blöcke an, dass die wirklich gleich sind. Ja, also es ist alles gleich geschaltet, nur hier up, hier down. Damit habe ich eigentlich jetzt genau das hier so dargestellt, links und rechts, wie wir es vorhin in den Folien gehabt haben. Ich zeige das noch einmal her. Da drüben haben wir unser Reversionssystem. Hier auf der rechten Seite haben wir unseren Trendfolger. So, das haben wir hier auch. Links Reversion, rechts Trendfolge. Und jetzt geht es darum, was besser funktioniert, beziehungsweise wissen wir ja schon, wie das funktioniert. Jetzt machen wir hier den Backtest und harren der Dinge und sind gespannt, was rauskommt. Naja, das schaut doch ja mal gar nicht so schlecht aus, ne? Wir haben jetzt plötzlich eine jährliche Performance von 15,3%. Mit diesem relativ simplen Exit. Da wären viele Vermögensberater schon froh, wenn sie das hätten, so eine Performance, aber um das geht es jetzt gar nicht. Es geht nur darum, was besser funktioniert. Und die Tendenz ist hier eindeutig. Und ich habe das auch im, habe das schon mal kurz angesprochen vorhin, am Wochenende in diesem zweitägigen Online-Trading-Workshop habe ich die Teilnehmer das testen lassen. Ich habe ihnen verschiedene Indikatoren gegeben. Die einen haben das mit den Kerzen so probiert, die anderen haben das probiert mit der Kurs erreicht ein neues 5-Tages-Hoch und die dritte Gruppe hat getestet, der Kurs ist in den letzten 4 Tagen um 2% gestiegen oder gefallen und dann hat man eben jeweils verglichen, was besser ist, Kontratrend oder Trendfolge. Und die Ergebnisse waren zu 100% in Richtung Kontratrend und das ist halt so. Warum das so ist, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Es ist auch letztlich egal. Fakt ist aber, und das wäre etwas, wo ich euch gerne einlade, das selbst weiter zu überprüfen und zu vertiefen, denn so viel Zeit haben wir heute nicht, es ist schon kurz vor 7, dass ihr euren Zielmarkt überprüft, ob der eher auf prozyklische oder auf antizyklische Trading-Strategien anspricht.
Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich das so traden möchte, wie wir es hier auf der linken Seite haben, obwohl die Performance ja gar nicht so schlecht ist. Aber natürlich, habt ihr vorhin gesehen, geht das schon noch deutlich besser. Aber es geht darum, dass sich die Aktienmärkte, mit diesen Trendfolgesystemen oder mit diesen Breakout-Systemen extrem schwer zu handeln sind. Obwohl Trendfolge extrem populär ist, ist es halt so, dass es deutlich weniger performant ist als Kontratrend. Ja. Und das ist halt etwas, wo man, ja, was man halt herausfindet mit dem simplen Backtest, der dann genau 3 Minuten dauert. Wenn ich jetzt nicht so viel gesprochen hätte, hätte man das in 2 Minuten herausgefunden gehabt, was besser funktioniert. Aber damit sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wir wollen jetzt noch ganz kurz schauen, was es mit diesem Long Bias der Märkte auf sich hat. Ich habe jetzt mal ganz kurz wieder den Screen eingefroren. Ja, weil ich noch in den Folien schauen wollte, was heute noch alles kommt. Es kommt jetzt von den Folien her nicht mehr viel, deswegen kann ich euch das noch gerne auch jetzt hier zeigen. Ich möchte jetzt nämlich eines machen. Wir haben jetzt hier einen klaren Gewinner, nämlich die antizyklischen Einstiege. Das hier auf der linken Seite. Aber wir haben jetzt hier Long Only, weil wir gesagt haben vorher, Long Bias, tendieren zu steigen und so weiter. Aber wenn ich eines gelernt habe im Trading, ist, dass man nichts glauben soll, sondern dass man versuchen sollte, alles, was man irgendwo aufschnappt, zu hinterfragen und zu überprüfen. Wenn ich heute von irgendwelchen Trading-Strategien lese, die angepriesen werden, dann versuche ich diese back zu testen. Wenn ich es nicht backtesten kann, dann trade ich es nicht. Es gibt viele Dinge im Trading, die sehr populär sind, die aber so schwammig sind, ich will das nicht Absicht dahinter unterstellen, dass man sie einfach nicht testen kann. Stichwort zum Beispiel Markttechnik. Ja, was soll das sein? Das kann man nicht testen. Ja. Man kann es nur sehr, sehr schlecht testen. Und wenn ich etwas nicht testen kann, dann kann das noch so gut sein. Ich trade es halt einfach nicht. Wohingegen sowas, da weiß ich dann ganz genau, was Sache ist und kann mich dann dafür entscheiden, es zu traden oder eben auch nicht. Ja. Aber eben nur basierend Fakten. Aber wir wollen jetzt uns die Short-Seite anschauen. Ja, wir wissen jetzt hier auf der drüberen Seite haben wir ein Trendfolgesystem gehabt, das nicht so gut funktioniert hat als das Kontratrendsystem. Und jetzt kicken wir mal das raus und holen uns jetzt ein Short-System. Short at Market Open und Cover after N Bars. Und da haben wir gleich wieder die 5. Und beim Short-System, wenn wir jetzt bei einem Short-System trendfolgend einsteigen, dann muss der Kurs, wenn man jetzt den Chart auf den Kopf stellt, natürlich einige Tage in Folge schon gefallen sein. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier diesen Consecutive Down greater than or equal to 3. Ja. Was vorhin quasi der Trigger für ein Long Reversionssystem war es jetzt für ein Short-System der Trigger bei einem Trendfolgemodell. Klar, weil wenn die Tendenz gerade nach unten ist und ich gehe erst dann Short, wenn das Ding 3 Tage gefallen ist, naja, dann bin ich ja trendfolgend unterwegs. Ne? Und umgekehrt jetzt, kicken wir das auch raus, Short at Market Open, Cover after N Bars und Indicator Compare to Value. Und jetzt, wenn ich bei einem Short-System Kontra gehen will, muss es nach oben gegangen sein. Ne? Also genau seitenverkehrt wie bisher. So, alles andere, klar, haben wir ja unverändert gelassen. Das sollte, das muss unverändert sein, weil wir da nichts geändert haben. Und jetzt schauen wir mal, was unser Trendfolgesystem auf der Short-Seite macht. Wir hatten vorhin, die Backtest-Results sind ja noch von der Long-Strategie da. Wir hatten vorher, ich schreibe mir das jetzt selber mal kurz auf, beim Trendfolgemodell eine ehrliche Performance von 0,47% und beim Long-Reversionssystem eine Performance von 15,3%. Das steht noch da, weil wir den Backtest ja noch nicht gemacht haben auf der Short-Seite. Jetzt machen wir aber den Backtest auf der Short-Seite. Schauen wir uns nochmal die Blocks an, dass wir da eh nichts falsch gemacht haben. Design Surface. Ja, consecutive up, das ist dann quasi hier unser Reversionssystem, das ist hier unser Trendfolgemodell. Lassen wir mal das Trendfolgemodell laufen. Der Backtest läuft schon und ich klicke auch gleichzeitig jetzt hier mal auf die drübere Seite auf Run Backtest. So laufen jetzt 2 Backtests und es geht ein bisschen schneller. Naja, da haben wir schon das erste Ergebnis, minus 20%. Ja, also das funktioniert ja mal überhaupt nicht.
Und Überraschung, Überraschung, auch unser Reversionssystem auf der Short-Seite funktioniert nicht. Und auch hier sprechen die Fakten jetzt eine ganz eindeutige Sprache. Short-Systeme, man sollte nie sagen, es funktioniert generell nicht, weil das stimmt auch nicht. Aber es geht genauso wie bei den Long-Strategien, wo wir Kontratrend versus Trendfolge gematcht haben, geht es darum, dass ich mir die Latte nicht unnötig hochlege. Ich muss mir ja nicht auf Trendfolgesysteme versteifen oder unbedingt Breakouts traden wollen, wenn der Backtest eindeutig sagt, ein Reversionssystem ist besser. Genauso gut muss ich ja nicht unbedingt und krampfhaft Short-Trading-Systeme entwickeln oder traden, wenn ich weiß, wie schwierig das ist. Ja, bis fast unmöglich, wirklich performante Short-Trading-Systeme auf Aktien Tagesschlusskurs basiert zu machen. Im Intraday-Bereich werden die Karten wieder neu gemischt, da schaut die Welt ein bisschen anders aus. Aber am Tagesschlusskursbereich, auf der Short-Seite, ja, viel Spaß beim Entwickeln, da findet man so gut wie nichts, was wirklich über einen längeren Zeitraum vernünftig funktioniert. Und dass die Märkte diesen Long-Bias haben, das konnte ich hier, denke ich, relativ eindrucksvoll zeigen, denn weder unser Reversionssystem noch unser Trendfolgemodell auf der Short-Seite funktioniert, während wir ja auf der Long-Seite mit einem ganz einem simplen Reversionssystem immerhin schon mehr als 15% Rendite nach Kosten gemacht haben. Also das sind einmal so die ersten Faktenchecks, die man mit einem Backtest ja relativ schnell hier herausfinden kann. Und ich lade euch natürlich herzlich ein, da weiter zu forschen und selbst eure Trading-Strategien eben dementsprechend zu entwickeln. Und jedes Mal, wenn ihr einen neuen Zielmarkt tradet, solltet ihr vorher so eine Zielmarktanalyse machen und schauen, wie reagiert der Markt, also worauf spricht er besser an. Und dann wisst ihr, okay, ich konzentriere mich mal vorläufig auf Breakouts oder ich konzentriere mich eben auf Reversionssysteme, weil die einfach vom Markt besser angenommen werden. Und diese Grundtendenz der Aktienmärkte, wie gesagt, wo sie herkommt, ist mir nicht bekannt und ist auch letztlich nicht relevant. Fakt ist, es ist so und es ist jetzt nicht nur jetzt so, sondern die letzten Jahrzehnte eigentlich schon so, dass die Aktienmärkte einfach in Richtung Reversionssystem tendieren. Ja gut, damit bin ich auch schon im Wesentlichen am Ende angelangt. Was ich euch noch gerne zeigen möchte, ist, dass ich ein kleines Trading-Angebot habe und zwar einen kostenlosen Basiskurs, aber zunächst nochmal der Hinweis auf eine Kontaktmöglichkeit. Wenn ihr Fragen habt, die jetzt nicht eingefallen sind oder die euch vielleicht erst morgen einfallen, dann bitte schreibt mir office@thomaswittner.com. Wir bemühen uns, dass wir das auch relativ zeitnah alles beantworten. Und wenn ihr diese Slides haben möchtet, die Folien als PDF, dann auch einfach mich anschreiben. Mein Assistent wird das dann ausschicken, aber erst morgen, weil der ist heute nicht mehr da. Das ist das eine. Und jetzt kommt dieser kostenlose Basiskurs. Ja, ihr habt hier einen QR-Code. Könnt ihr das Handy hinhalten, dann kommt ihr auf die Landingpage, wo ihr euch anmelden könnt für diesen Kurs. Ich sage aber gleich dazu, der Kurs ist kostenlos, allerdings ist das schon ein Kurs für Einsteiger. Ja. Also wenn ihr schon eine gewisse Trading-Erfahrung habt, dann werdet ihr vermutlich nichts Neues dabei lernen, aber ich will es nicht euch abhalten. Also wenn es euch interessiert, dann schaut euch das mal an, kostet ja nichts. Ihr seht ja auch unten diese URL, falls ihr jetzt gerade kein Smartphone bei der Hand habt, thomaswittner.com/traderkurs1, zusammengeschrieben und ohne Abstand, dann kommt ihr auf diese Landingpage und könnt dort gerne euch zu diesem Trading-Kurs anmelden. Es sind circa 200 Minuten Lerninhalte, wo wir einfach mal die Grundlagen gemeinsam erarbeiten. Ja, und dann darf ich noch ein kostenpflichtiges Angebot präsentieren. Seit heute ganz neu online, weil eben dieser Zwei-Tages-Workshop jetzt vorbei ist und ich jetzt auch neue Termine ausschreiben wollte. Es gibt auch Aufbauseminare, findet ihr alles auf der Homepage. Aber ich wollte auf dieses Angebot hinweisen, denn ich habe mich entschieden, auch einen Online-Basiskurs jetzt anzubieten und zwar am 28. November. Das ist ein Sonntag, es ist absichtlich ein Sonntag, damit es keine Ausreden gibt. Ich kriege nicht Urlaub oder so. Am Sonntag sollte ja vermutlich jeder Zeit haben und das Wetter ist wahrscheinlich auch nicht mehr so schön Ende November. Also wenn ihr euch mit dem Thema Trading intensiv beschäftigen wird, dann biete ich euch diesen Grundlagenkurs an, der dann auf das Aufbauseminar, das im Februar stattfinden wird, vorbereitet. Und da gibt es, wie gesagt, einen Deal mit dem Gutscheincode CAP100, spart ihr bis kommenden Sonntag 100 Euro. Also ihr könnt um 249 Euro teilnehmen statt Normalpreis
349 als Dankeschön an CapTrader und für dessen Kunden, weil ich diese Webinare hier für euch machen darf. Also wem das interessiert, bitte anmelden. Das Angebot ist, wie gesagt, bis Sonntag gültig und ihr könnt 100 Euro sparen und diesen Ganztagsworkshop mit mir gemeinsam Ende November hier online machen. Ja, in dem Sinn, ich bin durch und ich freue mich jetzt auf die Fragerunde. Es ist auch relativ pünktlich gewesen. Es ist 19.04 Uhr, also wir haben das in etwa in einer Stunde auch wirklich hingekriegt. Super. Gibt es Fragen von eurer Seite oder kamen Fragen an den Chat? Ja, natürlich. Ja, haben wir. Also zum einen geht es los mit einer Frage, die können Sie, glaube ich, besser einordnen. Fragt ein Zuschauer, Seven Signals, Fragezeichen, Fragezeichen. Können Sie damit etwas anfangen? Kann ich damit nichts anfangen, weiß ich nicht. Okay, weiter geht's. WealthLab, nur für Windows, nicht für Mac? Naja, also ich bin auch Mac-User, aber Wealth, also unter anderem, ich habe Windows und Mac, ich habe alles, was es gibt irgendwie. Man kann ja, wobei ich muss da gestehen, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber man kann ja auf dem Mac mit gewissen Emulatoren arbeiten, dann läuft das Ding auch, aber grundsätzlich ist es eine Windows-Anwendung, ja. Dann eine Frage, ob das kostenlos ist? Ich glaube nicht. Ja. WealthLab, nein, nein. Kostet, so, glaube ich, 400 und etliches US-Dollar und dann eine jährliche Lizenzgebühr. Aber ich muss sagen, die Software ist halt schon ziemlich umfangreich. Schon allein, dass diese Daten in dieser Qualität mit Survivorship Bias und so weiter kostenlos inkludiert sind, das bietet normalerweise kein Datenprovider an. Also wenn man vernünftig traden will, kommt man halt um gewisse Investitionen nicht rum und da gehört halt für mich so eine Backtesting-Software dazu. Ja. Ich glaube, Bettina hat hier geschrieben, 39 im Monat. Ja. Ja, gibt es auch, aber würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Es gibt einen monatlichen Plan bei WealthLab und ein Jahresabonnement. Nur wenn du es monatlich nimmst, dann hast du diese ganzen Erweiterungen nicht dabei. Diese ganzen sogenannten Extensions, wie das dann auf Englisch heißt, die sind im Premium Annual Plan kostenlos dabei. Die müsstest du bei der anderen Version bezahlen, ja. Und da sind eben so tolle Dinge dabei, wie eben diese Autoschnittstellen zur Trader Workstation, wo man dann eben Auto-Trading machen kann. Das wäre dann nicht dabei. Aber natürlich, es gäbe auch die günstigere Möglichkeit. Aber ja, wenn schon, denn schon aus meiner Sicht. Ne? Dann, ich glaube, eine Beobachtung zu dem, was gezeigt wurde. Und zwar, der Martin schreibt hier, ist Doppelpunkt equal to, muss anders eingestellt werden, greater than or equal. Bei dem Short-System waren die Einstellungen nicht identisch. Okay, ich schaue mir das mal an. Ja. Das haben wir gleich. Stimmt. Na, dann lassen wir doch noch einmal laufen, den Backtest, damit ich euch da keinen Bären aufbinde. Also da hat es gestimmt. Jetzt machen wir den Backtest nochmal. Danke fürs Aufpassen. Schau, da fliegt man drüber über sowas. Mhm. Ja, danke fürs Aufpassen, aber es ist noch schlechter geworden. Ja. Vorhin haben wir 3, irgendwas Minus gehabt, jetzt haben wir 4,68. Aber lieber Martin, vielen Dank fürs Mitschauen. So, wo kann ich direkt Ihre Handelsstrategie lernen? Das Umfeld kenne ich schon. Ja, ich denke mal da, Basisseminar, ne? Ja. Beispielsweise, oder wenn schon die Grundlagen da sind, bitte auf die Homepage schauen. Es gibt verschiedene Angebote. Es gibt Train-the-Trader-Angebot, es gibt ein zweitägiges fortgeschrittenes Seminar. Das kommt ja leider erst wieder im Februar, weil eben vor 2 Tagen das vorherige war. Ich kann ja nicht jedes Monat so ein Seminar machen. Das wäre dann zu viel des Guten. Also es gibt diverse Angebote. Bitte einfach mal durchschauen. Aber wenn du schon fortgeschritten bist, dann wahrscheinlich vielleicht sogar das Aufbauseminar oder sogar irgendein Online-Coaching. Ja. Ja, der Marco fragt, ob das Webinar heute aufgezeichnet wird und per E-Mail-Benachrichtigung kommt. Können wir machen, die E-Mail-Benachrichtigung aufgezeichnet wird es natürlich und ist dann auf Trading und Börsen Academy auch bald, vielleicht nächste Woche schon zu finden. Vielleicht machen wir es auch nochmal schnell. Werden die Seminare nur online stattfinden? Das Basisseminar, ja, steht auch ganz groß drauf, online, ne? Ja, ja, also das Problem, also ich habe bis vor Corona natürlich auch immer wieder Präsenzseminare gemacht. Aber irgendwann bin ich halt dann zwangsläufig auf diese Online-Seminare gekommen, weil es auch gar keine andere Möglichkeit gegeben hat. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat noch niemand bereut, weil
Erstens einmal ist es ja immer so, dass gerade der Ort nicht passt, dass dann die Zeit nicht passt. Das Seminar ist dann in München, da will man aber aus Hamburg nicht hinfliegen, ne, und so weiter. Und ich denke, online habe ich auch die Möglichkeit, das alles zu recorden, was ich ja live nicht habe. Also, und es ist auch günstiger für euch. Ihr müsst dort hinfahren, braucht kein Hotel und so weiter. Also online, Qualität ist die gleiche und es ist einfach für alle Beteiligten viel weniger Arbeit. Deswegen werde ich bei diesen Online-Seminaren bleiben. Ja. Klar, ne? Aber hat natürlich auch was Schönes, wenn man sich dann mit den anderen austauschen kann live, ne? Ist auch Ja klar, da gibt es aber hoffentlich wieder beides nicht irgendwann bald vergleichbar. irgendwelche Messen oder Börsentage, wo das dann möglich sein wird. Aber die Seminare selbst, denke ich, sind zielführender, wenn man es online macht, ja. Die Anja fragt, kann ich auch eine eigene zusammengestellte Watchliste als Basis für den Backtest nehmen? Ja klar, du kannst die Portfolios, also sprich die Aktien in diese Portfolios nach eigenem Ermessen ganz einfach hineinlegen. Ja. Kann ich auch ganz kurz da zeigen. Das ist ja alles. Ihr habt ja hier bei dem, ihr habt ja die, da sind die Datasets und da kann man sagen, New Dataset, gibt man dem Ding einen Namen, wählt einen Datenprovider aus, mach's jetzt einmal irgendwas und da kannst du dann die Aktien eintragen, ja. Was weiß ich, McDonald's oder ExxonMobil. Und so weiter und so fort. Ja, also alles natürlich implementierbar, ja. So. Ja, dann noch eine ganz uralt Frage hier, direkt um 18 Uhr rausgehauen. Spielt, ich glaube, das relative Volume meint der Albert hier. Roll R hat er geschrieben, Volume für Trading, ob das eine Rolle spielt. Wenn ja, welche Indikatoren finden Sie richtig oder wichtig anscheinend? Ja, da werden wir dann drüber sprechen, wenn wir im Teil 3 sind, wenn wir über Entries und Exit sprechen. Aber grundsätzlich mit dem Volumen auf quantitativer Basis kann man relativ wenig anfangen aus meiner Sicht. Ja. So, da Eher hätten mit wir der noch. Volatilität. Die Volatilität ist sehr wichtig, aber das Volume ist eher ein Mythos aus meiner Sicht, dass das was bringt. So, dann haben wir die letzte Frage von der Anja, wenn Sie das zeigen möchten. Wie selektiere ich denn die einzelnen Aktien aus dem S&P-Index? Ich weiß nicht ganz genau, ob ich die Frage verstehe, aber selektiert dem S&P-Index, naja, es kommt jetzt darauf an, was für ein Portfolio hier gewählt wird. Wenn ich den S&P 500, 100 verwende als Trading-Portfolio, dann geht es ja darum, dass die Trading-Strategie auf Basis der Kauf- und Verkaufsregeln dann mir eben Signale generiert. Das heißt eigentlich, die Signale werden ja dann auf Basis der Logik des Systems von alleine generiert. Da muss ich jetzt nichts manuell selektieren. Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich die Frage war. Vielleicht verstehe ich sie auch nicht, die Frage. Okay, hätten ja, Sie noch mal ein Nachhaken hier. Machen Sie eine Analyse der Aktien oder sind die Aktien egal bei der Strategie, fragt die Anja. Naja, machen Sie eine Analyse der Aktien. Die Trading-Strategien laufen über das Portfolio drüber und spucken mir dann quasi die Signale aus, die täglichen. Ja, zeigen mir die an. Fundamental ist mir das jetzt vollkommen egal, was da dahinter steht. Also da wird natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob die Frage war in Richtung fundamentale Analyse. Ja, so habe ich das auch verstanden, Nein, ja. ich weiß meistens nicht einmal, welche Aktien ich im Depot gerade habe beim Trading, weil es beim Trading ja um statistische Effekte geht. Welche Firma da dahinter steht, ja. Das ist mir vollkommen irrelevant. Ja, dann schließen wir hier noch mit dem Christian. Der schreibt hier sehr interessantes Webinar. Vielen Dank. Ja, Danke auch. so, ja, hat uns gefreut, dass Sie vorbeigeschaut haben. Und Vielen Dank. der nächste Termin ist steht da schon fest. Ich habe den nicht im Kopf. Schauen wir mal hier nach Termine. Was haben wir hier? Termine. Ja, aber auswendig weiß ich es jetzt auch nicht, aber ich habe es in einer Sekunde. Ich schaue mal auch hier, doch hier, Trading mit System, zweiter Teil am 19.10. sehen wir uns wieder. Na bitte, ja, Sie waren schneller als ich. Also 19.10., ein knappes Monat oder 3 Wochen. Ja, so lange noch Geduld. Ne? Tut mir leid, schneller geht es halt dann nicht oder von den Frequenzen her. Aber ich freue mich schon auf den 19., weil da werden wir natürlich über das Thema Backtesting und Co. natürlich weiter sprechen können und zahlreiche Informationen noch an euch weitergeben. Ich gehe noch einmal eine Folie zurück für diejenigen, die diesen Basiskurs da nochmal sehen wollen. Ja, wie gesagt, das kann ich euch noch gerne anbieten. Bis dahin, dann seid ihr schon so richtig fit für Teil 2. Ja. Alles klar. Dann einen schönen Abend und bis demnächst. Dankeschön ebenso und nochmals danke an alle Teilnehmer für heute. Servus, bis zum nächsten Mal.